Hallihallo, moin und willkommen zurück hier. Die nordfriesische Marsch ist wieder hier am Start und ja, weiter geht's hier. Wir sind hier mit dem Dreschen fertig auf unserer 53, dem Sojabohnenfeld. Und deswegen schicken wir den einmal zum Abladen. Der hier geht zum Hof, weil auf den Drescher warten ja jetzt dann die Sonnenblumen auf Feld 78. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so klug war, diese Mission anzunehmen, aber wir ziehen es durch. Wir ziehen es eiskalt durch. So, du fährst erstmal genau Richtung Werkstatt. So, weiter geht's hier im Text. Oh Gott, der wackelt hier schon wieder. Das können wir uns gar nicht angucken. Feld 7 Zuckerrüben. Ja, das ist gut. Das heißt aber, wenn wir auf der 53 fertig sind, könnte da gemulcht werden. Nehmen wir... Na, komm. Den da. Nehmen wir den Traktor mit dem Mulcher gleich rüber, gleich das Feld vorbereiten. Es muss ja alles weiterlaufen. Wir können gleich mal bei der Käserei noch eine Einstellung machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe oder nicht. Ich will was machen, weil ich, was ich eigentlich sonst selten mache. So, 53. Da wir ja Käse bei irgendwelchen Produktionen als Booster brauchen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur bei dem Holzfäller war. Nee, hier war es nicht. Dann war es bei der Werkstatt. Kann das sein? War das nur bei der Werkstatt? Bei all anderen wüsste ich jetzt nicht, die noch geboostert werden. Und die Werkstatt braucht Käse. Ja, wir machen es aber trotzdem. Es wird sonst zu stressig, glaube ich. Wir stellen den Käse einfach auf Verteilen. Ups, Verteilen. Oh, dann geht der nämlich automatisch rüber. Und wenn die Werkstatt dann voll ist, können wir immer noch dann direkt auslagern dort. Das macht, glaube ich, Sinn. So, das sind die beiden. Ja, guck mal, der lädt hier schon schön ab. Wir haben aber noch Flüssigkeiten und wir haben Obst und Gemüse, glaube ich, drauf. Dann laden wir das doch mal noch ab. So, nee, das waren Lebensmittel hier. Das heißt, ins nächste Lager müssen wir rein. Hier ein bisschen abladen und ja, dann geht's munter weiter mit der Arbeit. So. Das ist noch Öl da hinten. Das geht hier rein. Dann ist der Wagen erstmal wieder leer. So, den können wir aber erstmal stehen lassen. So, du bist hier und wartest. Hatten wir nicht gesagt, dass unsere Wiesen wieder so weit sind? Und auch die große hier oben, irgendwas war doch da.
Warte mal, jetzt gucken wir mal. Erntereif. Ja, dann würde ich sagen, Big M auf die 42, wenn ich den Big M finde. So, hier. Tanken reparieren brauchst du nicht. Da ist Stau. Ja, kümmern wir uns drum. Oh Gott. Komme ich hier überhaupt noch raus? Na gut, dann muss der in die Richtung rausfahren. So, was ist mit dem Drescher los? Wieso kommt der da nicht rein? Hast du da so Angst vor dem Anhänger? Das gibt's ja gar nicht. So, es ist nur die Frage, haben wir ein Mais, ja doch, Maisgebiss haben wir, da vorne liegt es auch, schon gefunden. So, aber wir können uns mal kurz hier rein zwängen. Lassen wir den mal fertig reparieren. Der Roder wäre noch wichtig. Guck mal, der ist hier gleich fertig. Bin ich jetzt am Überlegen, ob wir zwischendurch... Ja gut, wir machen eh alles heute. Nee. Dann schicken wir den als nächstes hier auf die 44 hoch. So, ja guck mal, der parkt hier. Das heißt, den können wir eigentlich direkt 78 fertig machen. 78. Und von da müssen wir zu Reifeisen. Reifeisen, Reifeisen. Und los geht's. Ja, er macht hier schon schön Heu hier oben. Das läuft auch. Guck mal, der Mulcher ist da. So, dann brauchen wir hier nämlich auch einen neuen Kurs. 8 Vorgewände ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, 4 sollten reichen. Und Feuer frei. So, wie viel Zuckerrüben haben wir denn jetzt schon wieder in unserer tollen Zuckerfabrik? Zuckerfabrik, Zuckerrüben, über 1 Million, okay. Das ist sehr gut. So, dann schmeißen wir jetzt das Ding hier einfach mal hin. Nehmen das Sonnenblumengebiss. Ja, und dann wird der 100-mal hängen bleiben, bis er auf der 78 ist. Ich kenne das doch. Aber wir probieren es. Wir probieren es aus. Mal gucken, wie weit er kommt. So, Abfahrt. So, haben wir noch irgendwas mit Paletten zu tun? Ich weiß gar nicht, ob wir durch waren mit dem ganzen Zeug. Aber ich glaube, Pelletfabrik. Die Pelletfabrik fehlt noch. Die müssen wir noch abholen. Ach, das ist der Big M da. Gut, dann fährst du mir erst einmal kurz zum Hof runter. Ups, ich weiß gar nicht, wie hier der Kurs geht. Aber ich glaube in die andere Richtung, oder? Ja. Ja gut, dann müssen wir da mal kurz hier hin. So, gut, dann fährst du mir zum Hof. Und wir suchen den Kaiser. Big M. So, dann sagen wir hier, erster Wegpunkt, 3 Vorgewände, diesmal aber auf Bahnen und scharf, bitte.
Gut, jetzt machen wir das mal wieder aus. Gut, hier wird noch auf den Abfahrer gewartet. Das muss aber gar nicht sein, weil dann können wir den direkt hochschicken auf die 44. Da haben wir die 44. Ja, da brauchen die Abfahrer gar nicht mehr hier runter äumeln, sondern können gleich da hoch machen. Müssen wir nur gucken, wo die zwei sind. Der ist na klar jetzt gerade hier unten angekommen. So, warum fährt der da vorne nicht? Ja. 78. Nee, 44. 44. So, was? Ja, komm, wir tappen erstmal weiter. Achso, der fährt. Wegen dem nicht, aber der fährt na klar auch nicht. So. Also ist er nicht sehr weit gekommen, weil das ist doch der da, der dann auch auf die 44 kann. Genau. So, und was ist mit dir? Vorne kommt schon wieder einer. Er will irgendwie nicht heute mit Autodrive. Okay, dann fahren wir den schnell selbst hoch. Müssen wir doch mal in der Außenansicht fahren. Ja gut, die 44 ist jetzt auch nicht so weit weg, aber wir sind hier, glaube ich, nicht so ganz richtig. Aber wir kommen da schon hoch. Schaffen wir heute noch. Ja, und dann müssen wir uns auf jeden Fall um den Drescher kümmern, dass der auch seinen Weg findet. So, ich glaube, wir fahren hier wieder ein Stück zurück. Hier müssen wir, glaube ich, mal Unkraut spritzen, so wie es aussieht. Das sieht nicht so gut aus hier rechts. Da müssen wir uns gleich angucken, auch wenn die Zeit dazu da ist. Ja, da kann der sich auf der 44 vergnügen und danach geht es dann hier ins Zuckerrohr. Wobei ich eventuell mal gucken will, ich habe gesehen oder gehört, dass man Zuckerrohr auch mit gewissen Häcksler-Vorsätzen auch häckseln kann. Das wäre ja auch eine Option. Was vermutlich sogar leichter gehen würde und vermutlich schneller, wie mit dem Roder hier. Aber da muss ich mal gucken nach dem Mod dafür. Gut, wir werden in diesem Oktober auf jeden Fall noch dazukommen, das ist klar. Und im Übrigen, das sieht man jetzt gerade, fällt mir gerade auf, ich habe einen Mod mit reingenommen, der anzeigt, zum einen oben, in welcher Temperatur wir gerade haben und eben auch das Jahr, in dem wir sind. Wir sind also fast das vierte Jahr durchgespielt inzwischen. Das ist schon Wahnsinn.
Und ich weiß, dass wir hier immer Probleme mit den Ecken hatten, glaube ich. Ich bin mal am Überlegen. Ich glaube, wir machen hier einfach mal die Ecken auf rund. Oder auf weich. Hatten wir ja hier unten auch schon gehabt. Hat gut funktioniert und dann werden wir das auch weiter handhaben. So. Gut, hier geht's los. Dann gucken wir mal weiter. Was steht denn an? Was steht an? Guck mal, der ist schon mal angekommen. Fehlt nur noch der Drescher, der nicht wirklich weit gekommen ist. Ups, komm, geh aus. So, ich fahre erstmal hier auf den Händler und lass mal den Traktor hinter mir vorbei. Und dann reihe ich mich hier ein. Oh Gott! Ja, wir fahren wieder zurück. Eieieiei. Oder wisst ihr was? Ich mache das gleich nach der Aufnahme, fahre ich den hoch. Dauert mir jetzt zu lange. So, komm. Dann machen wir nämlich jetzt noch schnell die Pellets hier weg. Dann können wir den Drescher morgen ansetzen, da drüben oben. So. Oh, der hat irgendwie Angst, der wackelt ein bisschen. Ja gut, lass wir den mal vollladen. Unkraut hatten wir gesagt, sollten wir machen. Da müssen wir aber erst einmal mit dem zum Hof fahren. Da müssen wir runterballern zum Hof. Wir können ja hier mal gucken. Na, hier ist noch nichts passiert. Aber 300, 700 Frischkäse läuft. Würde ich sagen. Das gefällt mir. So. Genau. Der wartet. Hier wird genau Wasser zum Kuhstall 2 gefahren. Also wir müssen dann unbedingt uns mal um die Produktionen kümmern. Ist doch ein bisschen lang, die Liste, die hier gerade so liegt. Oh, hier sieht's aus, als wenn gar nichts gemacht würde. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Wurde gemulcht. Und es muss nicht gepflügt werden. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, der ist der ist hier hoch unterwegs. War es das schon hier? Jo. Dann kann der erstmal noch hoch zum Lager fahren und das Zeug wieder abladen. Lager, Werkstoffe. Weil wie. Oh, wir könnten. Warte mal, wir könnten diese eine Himbeerpalette mitnehmen. Die hier drüben noch im anderen. Im alten Lager liegt. Das machen wir. So. Oh. Wäre eine Palette. Jetzt ist nur noch Dünger drin, genau. So, guck mal, da ist das nämlich auch erledigt hier. Ja, dann würde ich sagen, ich schicke den Kollegen jetzt nach oben und fahre dann auch noch den Drescher hoch.
Und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Ihr Lieben, macht's gut, bis dahin. Tschüss.